Hallo zusammen. Wie schön, dass wir auch im neuen Jahr wieder Zeit miteinander verbringen können. Und ihr fragt euch sicher, was hat die uns denn am Anfang gezeigt? Was hat die denn da gemacht? Es hat mit meinem nächsten oder mit meinem ersten Projekt hier zu tun, das ich fertig gestrickt habe. Und zwar ist das der Oversize-Pullover aus einem Filati-Strickheft. Der hat keinen Namen, höchstens Modellnummer 4000, keine Ahnung. Ich zeige euch aber gleich das Heft, da werden wir es rausfinden. Und zwar wird der in 1, 2, 3, 4 Teilen gestrickt. Fünf Teile wäre ja auch eine Jacke, ne? Vorder- und Rückenteil und die Ärmel. Und die Ärmel werden auch glatt gestrickt, nicht rund, und es wird alles zusammengenäht. Und das ist das, was ihr eben gerade sehen konntet. Da habe ich mich mal gefilmt, wie ich das zusammengenäht habe, habe mich fleißig an meinen Tisch gesetzt und habe gedacht, komm, zeigst du das mal. Ja, es ist kein Anleitungsvideo, wo man sehen kann, wo sticht sie ein, aber man kann schon sehen, es ist viel Arbeit, das stimmt. Und deshalb bevorzugen ja viele auch Raglan von oben oder mit einer Rundpasse von oben, weil man dann dieses Zusammennähen nicht mehr hat. Ich habe aber schon im Video erzählt, dass ich persönlich das Gefühl habe, es sitzt alles besser. Bei einem Oversize-Pullover ist das jetzt vielleicht ein bisschen wurscht, aber ich finde die Modelle in den Heften halt auch klasse und mich stört es nicht, das zusammenzunähen. Im Gegenteil, ich glaube, es heißt Matratzenstich, mit dem ich das mache, oder Zauberstich. Und sobald ich den Faden ziehe, schließt sich die Naht. Und gerade da wo es rechts auf rechts zusammenkommt, sieht man das überhaupt nicht. Also man ahnt es jetzt. Aber so richtig erkennen würde man es nicht. Ich ziehe ihn einfach mal an, weil er hält echt schön warm und ich habe hier die Heizung ausgemacht. Weil wenn man nur zu Hause ist und hat immer die Heizung an, ist auch blöd. So, jetzt seht ihr natürlich nicht viel. Es ist ein Oversize-Pulli. Nicht schon sehr strecken. Also den kann man schön drüber ziehen. Er hat einen U-Boot-Ausschnitt. Da kann man auch variabel sehen, wie weit näht man das zusammen. Diese vier Teile habe ich mir auf den Tisch gelegt. Und zwar näht man als erstes die Schulternähte zusammen und dann die Seitenteile. Stimmt nicht. Nochmal. Erst die Schulternähte, dann legt man das glatt auf den Tisch. Und legt die Ärmel dran. Und dann werden die Ärmel da dran genäht. Und dadurch, dass das so überschlagen ist, wird es direkt gerade da dran genäht. Und dann schließt man von unten die Seitennaht und geht bis hier vorne zum Bündchen von dem Pullover. Eigentlich war da gar kein richtiges Bündchen dran, denn die Ärmel in der Anleitung enden hier. 7 Achtel, 3 Viertel, wen nennt man das denn? Keine Ahnung, egal. Also es hat vorher aufgehört. Das gefällt mir aber nicht. Ich mag lieber lange Ärmel und dachte, machst du dir ein Bündchen, weil sonst rutscht dir das ja immer über die Hand. Und wie ihr seht, es rutscht mir über die Hand. Ich habe es nicht eng genug gemacht. Also habe ich mir überlegt, ich kaufe mir so Hutgummi und werde den hier reinziehen, sodass man es nicht sieht und dass es schön hier hinter dem Hand, also am Handgelenk bleibt. Der geht auch ziemlich weit runter. In dem Heft sieht man die Dame auch, wie sie den anhat, und sie hat das so ein bisschen ballonmäßig an. Also habe ich mir gedacht, vielleicht ziehe ich mir auch da den Hutgummi ein. Ich kann es ja auch ausprobieren, zur Not mache ich ihn wieder raus. Also, das ist ja das Schöne. Und wenn man jetzt nochmal das Bild betrachtet, sieht man, dass sie hier oben ja wie so einen Rollkragen hat. Hier oben.
Und das wird extra gestrickt. Das habe ich, glaube ich, das letzte Mal auch schon erzählt. Da wird ein Loop gestrickt, den man sich dann überlegen kann. Warum auch immer habe ich den nicht nach der Anleitung stricken wollen, sondern habe mir gedacht, das mache ich so, wie ich mir das denke. Das kann ja gar nicht so schwierig sein. Und da ich auch noch sehr viel Wolle übrig habe, habe ich das auch mal angefangen. Und zwar sieht das so aus. Auch mit kraus rechts und glatt rechts. Ja, mal schauen, wie weit ich den hochziehe. Der wird nicht ganz so weit sein, wie sie den hatte, aber ich denke, das wird mir reichen. Das wird mir hier locker drum fallen. Und dann kann ich, wenn ich das möchte, es zu einem Rollkragenpulli machen oder ich kann es so wie jetzt einfach ohne lassen. Ja, schauen wir mal. Und den stricke ich in Runden. Ist nicht viel zu sagen, ne? Doch, was ist es für eine Wolle? Diese Wolle habe ich mal geschenkt bekommen von einer ganz lieben Freundin, die sagte, hier, ich habe mir das mal gekauft, ich wollte auch was machen, aber habe es wieder aufgeribbelt. Es ist nichts geworden, es liegt mir nicht, das Stricken. Du strickst doch viel mehr, hast du Lust, das zu verstricken? Da habe ich gesagt, grau geht immer. Und das ist von Rico Design, die Fashion Nature. So. Nee, so. Und die Farbe ist die, Moment, 160337. Stimmt nicht, ist die Partie. Es ist die Farbe 009. Ich liebe das Chaos, herrlich. Ja, das Grau gefällt mir gut. Die Wolle besteht aus 80% Acryl, Polyacryl und hier steht jetzt auch Alpaka. 10% Viskose und Gedöns. Okay? Also ich glaube, der lässt sich super in der Waschmaschine waschen. Da muss ich mir keine Sorgen machen. So, jetzt mache ich ja den Loop. Ich denke, dass ich den mit dem kleinen Knäuel, was jetzt auf den Boden gefallen ist, noch gut verstricken kann. Und auch mit dem wieder runtergefallen. Und jetzt habe ich immer noch drei Knäuel. Es ist die K-Stärke. Was mache ich damit? Also ich kann noch nicht Pulli, Rollkragen und noch eine Mütze und also falls jemand diese Wolle noch bei sich irgendwie vermisst oder braucht, sag mir Bescheid. Ich glaube nicht, dass ich mir noch eine Mütze da draus stricke. Ich glaube nicht. Und aus diesem Heft, so sieht das von vorne aus, Filati, das ist die Nummer 46. Und ich weiß gar nicht, ob ich mal gesehen habe, aus welchem Jahr. Wenn, habe ich es bestimmt schon mal gesagt. Ich weiß es nicht. Es ist schon etwas älter. Da sind noch so schöne Sachen drin, wo ich so denke, warum denn nicht? Auch wenn man es hinterher zusammennähen muss. Den hier oben finde ich auch schön. Und auch noch welche so. Und, so, da ist doch auch wieder in, einfach nur was drüber zu ziehen. Aber ist jetzt nichts für mich. Finde ich. Wo habe ich das denn gesehen, wo ich gesagt habe, jo, könnte mir auch gefallen. Der Rollkragenpulli finde ich auch stark. Gut, das sind natürlich auch meine Farben, gell, die ich sonst so bevorzuge. Ja, also da sind noch so einige Sachen drin, wo ich denke, boah, könntest du doch auch mal machen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, das ist jetzt fertig geworden. Der Pulli, der Loop folgt noch. Dann habe ich gedacht, man hört überall Weihnachtsanstrick. Was strickt ihr an Heiligabend an? Was wird dann gemacht? Mir war gar nicht bewusst, dass das so, also, dass da so ein Hype gibt, an den Feiertagen was anzustricken oder Neujahr oder was weiß ich. Und ich habe gedacht, komm, machst du mal mit. Strickst du an Weihnachten mal was Neues an? Ja.
Und da ist mir mein tolles Sockenbuch in die Hände gefallen, weil ich finde, vor Weihnachten habe ich genug Socken gestrickt, die nicht für mich waren. Und jetzt habe ich gedacht, komm, das Buch hast du doch schon länger. Jetzt suchst du dir da was aus, was für dich ist, was dir gefällt. Und zwar habe ich mir diese Socken rausgesucht. Hier wird es in ein Graublau mit Weiß verstrickt. Das habe ich nicht gemacht, weil ich so ad hoc anstricken wollte und musste ja gucken, was ich so habe. Und das, was ich hatte, waren auch die typisch Verdächtigen. Das sind meine Socken. Ich finde, sie sind ganz toll geworden. Jetzt auch schon gewaschen. Der sieht genauso aus. Was soll ich sagen? Die sind gewaschen, die passen super, sie sehen toll aus. Das Einzige, was für mich schwierig war, so als Perfektionist, bin ich einer manchmal in manchen Sachen, ist die Bumerangferse. Ihr wisst, dass ich seit ganz langer Zeit nur noch Käppchenferse, Herzchenferse, Fersenwand, dass ich das stricke, weil ich das Gefühl habe, das sitzt toll. Ich kann das auswendig, ich kann auch die Bumerangferse auswendig. Aber bei der normalen Bumerangferse ist es ja so, dass man hier in der Mitte nochmal zwei Zwischenreihen hat. Dann hätte ich aber hier quer durchs Muster zwei Reihen in Grau gehabt. Und in der Anleitung ist das auch nicht vorgesehen. Und oft ist es so, dass ich denke bei Sockenanleitungen, es ist mir doch egal, wie die jetzt die Käppchenferse beschreiben, ich mache das so wie immer, habe ich mir auch gedacht, ach komm, mach die Bumerangferse, wie du denkst. Ja. Und ich bin auch niemand, der diese Fischlips, Kiss Heel schon mal gestrickt habe, die Anleitung jemals gesehen hat. Ich höre nur immer, das sind so viele Seiten und man braucht nicht so viel davon. Egal. Es blieben Löcher. Da brauche ich euch nichts zu erzählen. Hier an den Stellen rechts und links blieben Löcher. Ich habe die einfach von innen zugenäht. Es ist ja eine Socke für mich und mich stört das nicht, dass es da jetzt so ein bisschen knubbelig ist. Und ich weiß nicht, jetzt schaut mal. Ich glaube, man sieht es auch nicht von außen. Und das ist auch, glaube ich, das erste Mal gewesen, dass ich überhaupt zwei Farben, also Colorwork, gestrickt habe in Socken. Es ist beschrieben in der Anleitung mit einem Nadelspiel. Vergesst es. Also nichts für mich. Weil genau da, wo man ums Eck muss, finde ich es schwierig mit der Fadenhaltung. Das hält mich zu lange auf. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe es mit Magic Loop gestrickt und hatte somit nur zwei Wendungen. Einmal hinten und einmal vorne. Und ich finde, es ist mir gelungen. Vielleicht kann ich hier nochmal zeigen. Hier ist das Muster durch so einen Steg unterbrochen. Und das ist eben genau hinten. Schön. Okay. Mit was habe ich das gestrickt? Ah, ich glaube, jetzt weiß ich auch, was hier überall rumgeflogen ist. Und zwar das rosa Sockengarn, was übrigens super weich ist und sehr, sehr schön, ist ein Wolloholiker Garn. Und zwar ist das von ihrer Moin Moin Gedönse. Sehr, sehr schön. Also davon habe ich noch einiges übrig. Da lässt sich noch was mitmachen und auch von dem Grau. Der Graue war rund gewickelt. Der ist jetzt weggeflogen. Moment. Hier bin ich wieder. Die Graue, und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich musste einfach in meinen Stash gucken, was ich da noch so habe.
wollte jetzt weder losziehen, ich meine, den Müllermärkten oder wo auch immer gibt es ja immer noch Wolle zu kaufen, noch wollte ich mir jetzt bestellen, weil es sollte ja schnell losgehen. Das ist die, die ist sehr, sehr dünn. Ich muss weggucken. Ja, sie ist auf jeden Fall dünner als die Moin Moin. Und das habe ich mal gekauft. Wie heißt denn das jetzt noch? Keine Ahnung. Jedenfalls ist das eine Twister. So. Und die habe ich zusammen verstrickt und das ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja. Und dieses Buch mit den Socken hier, kommt das jetzt her? Noch ein Zettel. Da gibt es auch noch einige, die ich sehr, sehr gerne stricken würde. Es ist nicht nur Vereil, aber eben viel. Da sind auch Kniestrümpfe drin. Teilweise mit Lace-Muster, das finde ich irgendwie auch ganz süß. Ob ich das mir jemals mache, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich diese Ausdauer hätte. Lustig ist es schon. Also man braucht ja nicht nur Ausdauer, sondern auch die schönen Beine dazu. Man möchte es ja vielleicht auch zeigen. Moment. Geht das? Ja. Finde ich schon cool, aber es könnte bis zum Knie sehr eintönig werden. Aber welche ich ja schon immer, hoffentlich finde ich die, ja, schon immer mir überlegt habe, aber dazu braucht man auch Ausdauer, sind diese hier. Ja, sehen die nicht toll aus? Die sind schon klasse. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Ausdauer habe. So. Und jetzt habe ich hier, also das war mein Weihnachtsanstrick. Und den Weihnachtsanstrick habe ich, glaube ich, nicht ganz eine Woche gebraucht. Da blieb ich auch dran, ausschließlich. Das ging irgendwie doch flott. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann habe ich mir gedacht, an Silvester, ich muss jetzt doch noch mal was anderes greifen, an Silvester machen wir auch einen Anstrick. Den habe ich mit dem Marco zusammen überlegt. Ich habe gesagt, Mensch, wir könnten noch mal was zusammenstricken. Und wir haben schon öfter zusammen gesprochen und gesagt, ein Steven West Projekt würden wir gerne mal stricken. Und dann haben wir überlegt, das können wir doch jetzt machen. Und zwar ist das der Exploration Station. Ich weiß, den haben schon ganz, ganz viele gestrickt und auch schon ganz viele gezeigt. Aber ich finde gerade bei den Tüchern vom Steven West ist es immer toll zu sehen, wie unterschiedlich die Tücher aussehen mit anderen Farben. Ich zeige euch erstmal meine Farben, die ich gewählt habe. Und zwar ist das einmal meine Brille. Einmal das Grau und dieses schöne Rot. Und zwar ist das Merino Seide von der Westerwälder Wollschmiede. Ja. Die zwei habe ich schon ganz oft verstrickt, weil ich da einfach einige Stränge von habe. Die lässt sich super, super verstricken. Die ist toll weich. Sie ist etwas dünner, aber die glänzt auch so schön. Also die liebe ich sehr. Und wenn die mal fort ist, brauche ich neue. Ramona braucht neue. Ja. So, also das waren die zwei. Und dann habe ich hier noch dieses Garn gehabt, weil ich gedacht habe, diese Rottöne sind hier doch auch drin. Das passt doch super. So,
Aber ich brauchte ja noch ein viertes. Ich denke nur, ach, was nehme ich denn? Dann habe ich was rausgesucht. Das war aber etwas dünner. Habe ich gesagt, kann ich das nehmen? Und dann bin ich in mein Schlafzimmer, wo meine ganze Wolle ist, reinspaziert und habe gedacht, was liegt denn da? Und da lag ein Strang, den ich mal von Marco geschenkt bekommen habe. Und zwar der hier. So. Und ich finde, das war doch richtig, richtig super, weil hier sind so Einschlüsse von rosa, pink, manchmal auch ein bisschen rötlich, so wie der andere. Das passt doch gut. So, jetzt muss ich nur herausfinden, der hier ist von Schibott Garne. Hier habe ich es noch, Soft Socks. Und der andere. Der hier ist von wollteam.de. Da. Ich weiß schon nicht mal mehr, wo ich was hinhalten muss. Das ist unfassbar. So, und jetzt versuche ich nochmal alle zusammenzuhalten. Und dabei merkt ihr schon, der Graue, auch wenn er sehr unauffällig ist, das war mein Kontrastgarn. So. Ich bin immer noch dran. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin jetzt bei der letzten Sektion, wo es dann zum Bund geht. So, wie rum? So, ich fange mal an. Also, hier oben habe ich mit Grau begonnen. Dann habe ich das Helle genommen, das Rote, das andere. Chucky, 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 Chucky. Dann kommt Brioche, dann kommt das Hebemaschenmuster und jetzt bin ich gerade hier unten. Ja, zwei Maschen rechts, zwei Reihen rechts, zwei Reihen links und da benutze ich gerade die zwei dazu. Und der Abschluss wird dann wieder in Grau. Und ich finde, es ist jetzt schon echt schön. Echt schön. Und es ist auch groß. Also ich kann, wenn ich jetzt die Mitte nehme und meinen Arm, geht schon über meinen Arm hinaus. Also mein schnelles Doppelkinn wieder verstecken. Sehr schön. Teilweise wundert es mich, die Löcher sind ja echt riesig. Aber okay. Okay. Und was wollte ich sagen? Bei dem Brioche-Teil. Also ich habe mir die Farben auch eingeteilt in A, B, C und D. Der Brioche-Teil sollte eigentlich mit anderen Farben gestrickt werden, aber ich wollte das so haben. Und zwar habe ich das Helle mit dem Grauen auf der Rückseite. Ist es mehr Grau? Und hier kann man gut erkennen, dass die graue Wolle einfach etwas dünner ist. Das hier ist vorne und das finde ich genauso super. Ich freue mich auf den, wenn der fertig ist. Jetzt mal eine Frage. Ich finde immer, Patentmuster, also Brioche, zu spannen, finde ich doof. Finde ich doof, weil dann verliert es die Fluffigkeit, es sieht doof aus. Die, die den Exploration Station schon mal gestrickt haben, habt ihr das Tuch gespannt? Weil hier im unteren Teil, man sieht es vielleicht auch, das wälzt sich hier so ein bisschen, aber vielleicht braucht es auch einfach noch ein bisschen mehr Platz und den Rand. Ich würde den, glaube ich, ungern spannen. Also nicht feucht. Zeigt mir doch mal eure Erfahrungen mit. Ja, also das ist der Silvesteranstrick, den ich noch nicht fertig habe. Wobei ich trotzdem finde, dass ich sehr viel gestrickt habe daran und schon sehr weit bin, wenn ich überlege, heute ist Mittwoch und ich habe Donnerstag vor einer Woche angefangen. Fertig werde ich aber innerhalb der Woche nicht mehr.
Das schaffe ich nicht und den Stress will ich mir auch überhaupt nicht machen. Auf gar keinen Fall. So, dann war Neujahr. Ich dachte, oh Gott, jetzt ist ja schon wieder das Gedöns los. Was strickt ihr an an Neujahr? Sag ich auch, komm, könntest doch mal was stricken. Und dann habe ich im Zuge dessen bei den ganzen Feiertagen und ich war teilweise auch allein, was überhaupt nicht schlimm war, sondern eher schön. Man darf auch gerne mal allein sein wollen. Habe ich YouTube-Videos geguckt, Strick-Podcaster. Und da habe ich eine geguckt, warum sie mir angezeigt wurde, keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Podcast auf Englisch mehr angeschaut, weil ich ja dabei stricke und oft nur höre. Und wenn es interessant wird, gucke ich halt hin. Und das ist bei Englisch schwierig. Also da verstehe ich nicht alles. Trotzdem ist sie mir angezeigt worden und ich habe mal reingeschaut. Und zwar bei The Gentle Knitter. Das ist die Nicole und die kommt aus Kanada. Und am Anfang des Videos hat sie gesungen, aber die Bilder, die sie so gezeigt hat, waren so schön, also so romantisch. Das hat in meine Stimmung gepasst. Und da habe ich einfach weiter reingeguckt und sie strickt ganz viel mit Naturgarn, sie spinnt auch. Und dann hat sie eine Mütze in die Kamera gehalten, da habe ich gedacht, und das stricke ich an Neujahr an. Und zwar ist das der Toonsmail Hat. Toonsmail Hat. So, jetzt muss ich schon wieder die Brille abziehen. Und zwar ist das der hier. So, jetzt seht ihr nicht viel. Aber ich mag den total. Und zwar ist es so ein bisschen ein Zickzackmuster, wenn man das so erkennen kann. Und mit einem sternförmigen Schluss. Und am Anfang dachte ich, das ist aber ziemlich eng. Aber die Wolle dehnt sich gut. Und ich bin dann auch am Kopf auf eine Fünfernadel umgestiegen, weil ich dachte, ich möchte das schön fluffig haben und so. Jetzt habe ich ja Wolle einfach aus meinem Stash genommen, das ich so hatte. Und habe euch jetzt vergessen, die Banderole mitzubringen. Mir hat nicht ganz 100 Gramm gereicht. Ich brauchte ein bisschen mehr. Das liegt bestimmt daran, dass ich eben auf die größere Nadelstärke gegangen bin und dadurch ist der hier bei mir ein bisschen fluffiger. Sitzt vielleicht sonst ein bisschen enger. Und dieses Grau, auch wenn es jetzt in der Kamera richtig schön hellgrau aussieht, hat so einen Touch in grünlich. Weiß nicht, ob man das. Also es ist weder so ein Grau wie meine eine Jacke, die ich habe, noch wie meine Handschuhe, noch wie. Aber das ist mir egal. Oh, jetzt sieht man die Zacken ganz schön. Ich finde den ganz, ganz schön. Und, durch diese Sternabnahmen hat er auch so ein paar Spitzen. Ich ziehe es nochmal auf. Man kann den nämlich dann auch so aufziehen, dass man die Spitze hier mehr sieht. Wenn man will. Ja, an Neujahr angestrickt, an Neujahr abgekettet, vernäht. Das Schöne ist ja, gut, bei zwei Knäuel hat man schon vier Fäden, aber sonst wären es nur zwei und man kann ja die Wolle nehmen, die man will. Das einzige Manko bei dieser Mütze ist, ich hatte sie gestern draußen auf dem Kopf und es ging ständig. Sie kratzt mich. Gewöhnt man sich daran? Muss man da einfach durch? Sollte ich sie vielleicht den ganzen Tag auflassen, damit ich mich daran gewöhne? Oder sollte ich die Mütze einfach nochmal mit einem anderen Garn verstricken? Ich finde sie trotzdem toll. Ich finde sie richtig, richtig toll. Das war mein Neujahrsanstrich. So, was habe ich denn noch?
Als ich den Pullover fertig hatte, den Pullover, habe ich so gedacht, so, jetzt hast du dir ein paar Socken fertig. Du hast ja überhaupt gar keine Socken mehr auf den Nadeln. Das geht doch gar nicht. Komm, strick dir doch Socken. Aber ich hatte absolut keine Lust auf Stinosocken. Habe ich sowieso in letzter Zeit nicht mehr. Das langweilt mich. Und dann merke ich, dass ich, wenn ich zu Wolle greife, gar nicht mehr die schönen bunten nehme, weil dann sieht man ja ein Muster nicht so. Mir gefallen im Moment Mustersocken, die nicht so farbwütig sind. Also Muster, was ich meine, sind verschiedene Muster, die man mit dem Garn strickt. Und auch Colorwork gefällt mir gut. Aber einfach nur Socken hochstricken, im Moment nicht. Und dann habe ich mir gedacht, du hast doch schon länger mal in dem Buch von dem Herrn Duitt die Socken bewundert, die er da drin hat. Dann könntest du sie doch auch mal stricken. So, hier habe ich mir keinen Zettel reingemacht. Warum eigentlich nicht? Hier. Und zwar sind das diese Socken hier. Die finde ich super. Eigentlich hatte ich bei mir so gedacht, der Schaft ist mir jetzt hier ein bisschen kurz, aber den kannst du ja verlängern. Ich weiß noch nicht. Wir werden sehen. Jedenfalls habe ich die angeschlagen. Und jetzt hat er das ja hier in einem Gelb-Rot. Gelb und Rot. Rot geht ja noch, aber Gelb ist ja, da habe ich ja so ein kleines gespaltenes Verhältnis mit. Senfgelb geht jetzt schon, aber so richtig Gelb oder Gold, wie er das hier bezeichnet, nö. Ich habe mir was anderes überlegt und ich zeige euch auch hier erstmal die Wolle. Plumps, die jetzt noch runtergefallen ist. Und zwar ist das einmal ein charmantes Schwarz und einmal von Opal was Tolles Buntes. Dann kommen nämlich auch die bunten Dinger mal weg. Hab gedacht, fängst du einfach mal an. Der Thorsten beschreibt es in seiner Anleitung so, dass man mit einer 2,5er Nadel strickt. Und ich habe nur schon gedacht, also das war so ein kleiner Anflug, da ich weiß, dass der Thorsten locker strickt und ich eher fest, ob das was wird. Aber da es vereil ist und da ich unbedingt mit Magic Loop stricken wollte, weil auch der Anschlag mit Magic Loop gemacht wird, also ich habe noch nie eine 2er Nadel als Rundstricknadel gesehen. Bisher nur 2,5. Außerdem, wie das bei mir immer so ist, ich will nicht warten, also irgendwas bestellen und warten, bis es ankommt, sondern ich will dann ja auch sofort loslegen. Also habe ich mit 2,5 Wobei ich glaube, ich habe sogar mit einer Dreier angefangen und habe ziemlich schnell gemerkt, das wird mir zu groß. So, und dann nochmal mit 2,5. Und jetzt seht ihr erstmal das, nein, den Oberfuß. So, also schwarz die Spitze. Na, schwarz die Spitze. Und die Farben habe ich nicht ausgesucht, das macht das Knäuel von selbst. Also hier habe ich nicht gedacht, komm, ich stricke mal jetzt eine türkise Reihe rein, sondern das macht die Wolle von selbst. Und dann habe ich hier die Sohle. Und hier sieht man schon, hier wird es breiter. Da geht es langsam zur Ferse zu. Von der Länge her ist das alles überhaupt kein Thema. Aber es ist mir eigentlich immer noch zu breit. Ich habe schmale Füße, ist ja auch mal schön, was Schmales zu haben. Ich habe schmale Füße und ich probiere das ja immer mal an. Ich weiß nicht, ob ich euch das jetzt zeigen kann, ohne dass ich was zerstöre.
Und ich ziehe das oft drüber, über meinen schon bestrumpften Fuß. Und da geht's. Das heißt aber eigentlich, dass sie mir zu groß sind. Ja, mehr kann ich euch jetzt nicht zeigen. Also sie gehen sogar sehr leicht drüber. Über den eigentlichen Fuß sind sie mir wahrscheinlich ein bisschen groß. Egal, ich stricke die auf jeden Fall und zur Not sind es einfach Socken, die mir etwas zu groß sind oder wo ich Socken drunter ziehen muss. Und dann wird es gemütlich und warm auch am Fuß, so richtig warm. Ja, aber es gefällt mir super, wie sich das vermustert. So. Rückseite und auch die Idee hier für die Ferse. Finde ich schon mal super. So, jetzt muss ich aber was dazu sagen, bevor ich das hier vergesse. Beinahe hätte ich es vergessen. Wie man jetzt hier sieht, wird die Socke toe-up gestrickt. Ich bin ja so ein Verfechter, von Bündchen anzustricken. Weil ich es erstens fummelig finde am Anfang und zweitens das Abketten am Bündchen. Entweder kann ich es nicht, ich bin zu blöd. Ich finde immer, wenn man was abketten muss, das sieht irgendwie alles immer so ein bisschen doof aus. Wenn der Strumpf an ist, ist das überhaupt kein Problem mehr, aber wenn er nicht an ist, sieht es irgendwie so franzlig aus. Ja, ich weiß, es gibt ganz, ganz viele Videos und ich habe auch schon gehört, probier doch mal das oder das oder das, aber irgendwie bin ich da zu doof für. Ich hoffe, dass ich es bei der Socke gut hinkriege, weil es wäre wirklich schade, wenn ich mich da jetzt von unten rangetastet habe und dann ist es am Bündchen doof. Ich könnte ja auch einfach ein Rollbündchen machen. Dann habe ich das Thema erledigt. Naja, wir werden mal sehen. Jo, das ist das, was ich im Moment stricke. Was jetzt ganz, ganz bald und schnell dazu kommt, ist ein Pullover, den ich für meine große Tochter stricken möchte. Die Kleine war ja zu Weihnachten dran, da hat sie einen Pullover bekommen. Wobei sie da sehr anspruchslos war, was die Art des Pullovers anbetraf. Das war ja ein Crop-Pullover und der war weit, V-Ausschnitt und bisschen Ballonärmel, aber der ließ sich unheimlich flott und zügig stricken. Meine große Tochter hat da andere Pläne. Und zwar hat sie sich gerade an Weihnachten einen rausgesucht. Und das ist der Winter Soul. Hier. Ja. Mir macht das Vereilstricken unheimlich Spaß und ich freue mich auch, dass ich über eine längere Strecke gerade stricken kann, ohne ums Eck zu müssen wie bei Socken. Also da freue ich mich sehr drauf. Ich stricke Colorwork mit beiden Händen. Also ich meine, jeder strickt ja mit zwei Händen, aber ich habe auf dem rechten Finger den einen Faden, auf dem linken den anderen. Und das klappt ganz gut. Aber ich finde bei diesen Pullovern, ich weiß, das ist ja nötig, man möchte ja die richtige Größe, aber wenn ich da eine Anleitung habe, wo ich erstmal mein Kind komplett ausmessen musste, haben wir alles gemacht, dann merke, oh, ich brauche es aber in Inch, alles erstmal noch umrechnen muss, dann sage ich, nehme vielleicht nicht genau dieselbe Wolle, aber eine ähnliche. Jetzt muss ich dann gucken, wie viel Wolle brauche ich und muss das auch gut berechnen. Dann habe ich schon keine Lust mehr. Also vielleicht geht es jemandem da draußen auch so, dass er sagt, oh, und dann ist, also bis man mal angefangen hat, bis man überhaupt dahin kommt zu sagen, so, jetzt stricke ich in Runden,
Colorwork und jetzt habe ich das auch, wo ich hin will. Und das Stimmt. finde ich schon. Aber das mache ich doch fürs Kind, gell? Das ist doch überhaupt kein Problem. Ich habe noch nicht angestrickt, weil, oh Glück, gestern wurde mir gesagt, dass heute meine bestellte Wolle ankommt. Und ich habe den ganzen Vormittag vor meinem Handy gehockt und habe immer geguckt, wo ist er denn, wo ist er denn? Weil die geben einem da ja so einen Live-Status mit, wo sich gerade derjenige aufhält, der dir das Paket zustellt. Und dann dachte ich, das warte ich noch ab, habe ich auch gemacht und habe die Kiste hier neben mir stehen. Und zwar habe ich bestellt bei Algarvo und habe Tropswolle bestellt. Eine ganze Kiste. Juhu! Und zwar wollte meine Tochter ähnlich wie bei der Anleitung, wobei sie sagte, den Körper, ja, wie soll ich es euch zeigen? So, den Körper möchte sie eher in einem Grau meliert. So, und das ist das hier, das Grau meliert. So, dann brauchte ich ja einen Kontrast, wobei ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass der Kontrast stärker ist. Schade, schade, aber es wird trotzdem funktionieren. Der Kontrast für diese Federn, ich würde mal sagen, sind Federn. Und dann der Hintergrund der Passe. Und da sagt sie, oh, das kann doch ruhig dieses Blau sein. Und ich so, okay. Dann habe ich geguckt, Blau, okay. Hab mal bestellt, das, was am ähnlichsten kam. Und das wäre das. Ja. Und dann habe ich aber noch eine Farbe gesehen. Sie ist halt auch so ein Grünmädchen. Also auch als Kind war sie eher diejenige, die Grün und Lila bevorzugt hat und meine andere Tochter war Pinky Pinky und Rosa und was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich so ein schönes Grün gesehen und dachte, oh, das ist doch eigentlich viel schöner. Ich persönlich bin jemand, der sich super schnell entscheiden kann. Ich würde es so machen. Aber der Pulli ist ja nicht für mich, der ist ja für meine Tochter. Also werde ich ihr Bilder schicken und zwar jeweils, ich mache es mal so, wie ich es hier habe, jeweils einmal mit dem Grün und einmal mit dem Blau und dann muss sie sich entscheiden. Das Schwierige ist nur, meine Tochter ist nicht so entscheidungsfreudig wie ich. Also ich glaube, bis ich den dann anstricken kann, wird es nochmal dauern. Also ich würde ja, oder man macht die Federn grün und das dann, nee. Ja, je nachdem, für was sie sich entscheidet, habe ich entweder blau oder grün, vier Knäule übrig, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, jeweils vier Knäule. Und was ich euch noch gar nicht erzählt habe, was ich mir für eine Wolle ausgesucht habe, das ist die Lima von Drops. Und wie man schon sieht, also ich sag mal, das ist mein Kummer bei rundpassen Pullovern oder Raglan von oben, die man in einem Stück strickt. Hier ist viel zu vernähen. Das darf man auch nicht vergessen, ja. So, wo steht's denn? Wie viel Gramm sind es denn eigentlich? 25 oder 50? Ich weiß nicht. Je nachdem. Also es sind auf jeden Fall viele Fäden zu vernähen und ich finde es bei gerade in dem Glattrechtsteil. Also ich werde immer versuchen, irgendwie seitlich mit dem Garn zu enden und anzufangen, um es seitlich vernähen zu können. Ich finde nichts blöder, wie das am Rücken oder am Vorderteil
es irgendwie zu sehen ist, dass man was vernäht hat. Und da ich ja so ein Vernäh-Spezialist bin, bei mir muss es super fest sein, damit auch wirklich nichts aufgeht. Sieht man vielleicht auch einen Knubbel, vielleicht. Ja, aber sie fasst sich super, super an und ich freue mich schon drauf, wenn ich sie anstricken kann. Ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht einfach Probeläppchen mache, einmal mit Blau und einmal mit Grün, damit sie das auch mal verstrickt sieht, damit sie sich ein bisschen schneller entscheiden kann. Ja. So, das war's, was ich euch zeigen kann. Ich glaube, ich habe nichts mehr, aber ich finde, seit dem letzten Video konnte ich euch doch wieder ganz schön viel zeigen. Ja. Ich habe diese Woche noch Urlaub und danach werde ich auch viel zu Hause sein, weil ich Homeoffice arbeiten kann. Und das heißt, meine Wohnung wird mich freundlich aufnehmen weiterhin. Mir geht es gut und ich hoffe euch auch. Bleibt mir nur noch zu sagen, macht's gut, bis wir uns wiedersehen. Tschüss!